Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde des gepflegten Motorvlogs. Wir sind hier gestern nach 322 gefahrenen Kilometern in Nürnberg angekommen. Da war unsere Unterkunft. Hier ist so ein kleines Pegelhäuschen, also direkt an der Wade gelegen. Wunderschön, ja, kann man nicht anders sagen. Auch die Pension war ganz okay. Es gab ein gutes Frühstück mit wirklich viel selbstgemachten, also nicht unbedingt so ein fertiges Döns. Also war wirklich schon sehr schmackhaft. Auch das Abendbrot gestern war wieder erwartend sehr lecker. Nachdem ich hier so angekommen bin, dachte ich, naja, es wird so fertig essen geben. Aber das war frisches Schnitzel, das wurde frisch geklopft. Also das war schon wirklich sehr, sehr lecker, was sie hier uns gestern Abend bereitet haben. Jetzt wollen wir erstmal zum Hauptbahnhof nach Naumburg, um hier eine kleine Rundfahrt Landstraße starten, dann leicht rechts abbiegen mit der historischen Straßenbahn machen können. Ja, weil die haben hier so eine kleine historische Straßenbahn. Im Linienverkehr noch, und da wollen wir heute mal eine kleine Runde mitfahren, einfach weil uns das reizt, und dann mal gucken, was die Zeit sagt. Aber jetzt fahren wir erstmal los. Einen wunderschönen guten Morgen aus Naumburg und herzlich willkommen zu diesem Video. So, nachdem wir jetzt eine entspannte Nacht direkt an der Saale verbracht haben, die Pension war gut, ja, kann man also ruhigen Gewissens empfehlen. Direkt unten an der Saale gelegen ist sowieso traumhaft. Ja, wenn du so einen Fluss da vorbei hast, da kannst du die abends noch mal ein bisschen hinsetzen. Das ist jetzt bei dem Wetter natürlich leider nicht so gegeben. Das ist aber im Sommer bestimmt anders. Da kannst du bestimmt geil da unten hinsetzen und bei Bierchen den Abend direkt am Fluss ausklingen lassen. Bestimmt schön. Stelle ich mir gut vor. Aber auch so war das ganz okay. Mit dieser kleinen Pension da unten direkt am Wasser gelegen. Schon schön. Gefällt mir. Jetzt sind wir erstmal, wie gesagt, in Naumburg ein bisschen unterwegs, und zwar fahren wir jetzt immer quer durch die Stadt zum Hauptbahnhof. Was ist denn hier los? Weil wir nochmal eine kleine historische Rundfahrt machen wollen mit der Straßenbahn. Also die haben hier so alte Straßenbahnen im Linienverkehr, und sowas finde ich ja total geil, persönlich. Wenn du so alte Straßenbahn noch im Liniendienst hast, ist geil. Ja? Du zahlst einen normalen Linienfahrpreis dafür, ja, hast aber was nostalgisches. Finde ich total geil. Ansonsten geht es nachher auf die nächste Etappe. Das sind dann so roundabout 95 Kilometer bis ins nächste Domizil. Das ist unten in der Nähe von Ziegenrück, unweit zur Landesgrenze nach Bayern. Da sind wir dann aber mehrere Tage. Am Mittwoch sollte das Wetter relativ schlecht werden, sagt der Wetterbericht. Heute ist Montag. Na, mal gucken. Das hat ja nicht aufgepasst. Da ist ein Straßenbahndepot der historischen Straßenbahn. So war die gerade total geil, ja. Hier liegen noch alte Gleise drin. Ist hier rechts vor links? Nö. Weil am Hauptbahnhof wissen wir, dass auf jeden Fall eine Straßenbahn losfährt, wo wir auch parken können. Ja, und das machen wir einfach mal direkt durch die Stadt durch. Ist auch schon sehr schön.
viele Hotels hier anscheinend. Aber das ist hier echt schon so Innenstadtbereich. Oh, nett gemacht hier. Nur an zu Erichs Zeiten sah das nicht so schön hier aus. Aber jetzt hier, ja, doch. Schon schön, muss ich dazu sagen. Wir waren ja hier mal vor 1, 2 oder 3 Jahren, ich weiß gar nicht genau, noch vor einem Jahr nicht, aber vor 2 oder 3 Jahren waren wir hier gewesen. Als Tagestourist, sag ich mal, also waren wir hier quasi auf der Durchfahrt, wo wir gesagt haben, naja, könnten wir uns ja mal den historischen Dom angucken. Dann haben wir hier horrende Parkplatzgebühren bezahlt und das Ende vom Lied, der Dom war geschlossen. Boah, geil. Jetzt waren wir hier. In der Spur und damit herzlich willkommen zurück. Wir waren jetzt hier eine Runde mit der historischen Straßenbahn unterwegs. Wirklich sehr geil, ist ja wirklich noch DDR belassen, ja. Jetzt wollen wir aber noch mal schnell rüber zum anderen Ende der Stadt wieder, weil da noch mal ein Elektrohändler ist. Jetzt wollen wir mal rüber zum anderen Ende der Stadt, weil da noch mal ein Elektrohändler ist. Ich brauche mal noch was, um meine Kamera zu reinigen. Also im Prinzip den Sensor. Weil da hat sich jetzt doch im Laufe der Zeit etwas Staub angesammelt, dass das nicht mehr schön aussieht. Und auch mit Retusche ist das jetzt doch eher schwierig geworden, denn die Fotos vernünftig aussehen zu lassen. Also werden wir uns mal so ein Sensorreinigungsset holen. Eigentlich wollte ich das ja bei einem Mediamarkt machen. Aber wir verkaufen sowas nicht. Nur online. Naja, gut. Wie gedacht, das müssten wir dann bestellen, haben sie mir gesagt. Ich sage aber schönen Dank, ich fahre morgen in Urlaub. Brauche ich denn nicht mehr. Na gut. Eigentlich geht man los um so eine Kleinigkeit. Ja, muss ich ja nicht online bestellen. So was möchte ich ja gleich haben eigentlich. Weil so was kaufe ich, wenn ich es brauche und ich lege ich mir nicht auf Lager. Ach ja. Und jetzt fahren wir mal, habe ich ja nochmal gegoogelt vorhin, hier gibt es keinen Mediamarkt oder ähnliches, sondern bloß einen Euronics. Und ich hoffe mal, dass der das hat. Und da fahren wir jetzt mal rasch hin, bevor wir uns auf die nächste Etappe nach Ziegenrück machen. Oder Richtung Ziegenrück da. Irgend so ein kleineres Dörfchen in der Nähe haben wir da unsere Unterkunft. Hürz Brauhaus heißt es. Aber hier durch Naumburg ist richtig angenehm.
richtig schöne Stadt, gefällt mir richtig gut, ist nicht zu groß. Ja. Und du kannst hier die Parkgebühren wunderbar per App bezahlen, Easy App, was wir schon an Ostsee hatten. Das ist insofern geil. Boah. Weil du brauchst kein Kleingeld suchen, du brauchst kein brauchst kein Kleingeld suchen, du kannst das alte Pep bezahlen und wenn du unterwegs bist und dir die Parkzeit nicht ausreicht, verlängerst du das einfach von unterwegs. Das ist ja nicht das Problem. Na, du sagst ja so, er hat 2 Stunden, braucht aber noch 1 Stunde. Da brauche ich aber noch 1 Stunde. Und kannst du es halt per App wunderbar verlängern, brauchst du den Kleingeldkram. Und von daher finde ich das so per App ganz geil eigentlich. Und wenn du früher zurück bist, wird dir nur der tatsächliche Preis minutengenau abgerechnet. Das ist natürlich noch ein Vorteil, ja. Wenn du jetzt für 2 Stunden bezahlt hast und kommst nach 1,5 Stunden schon wieder, bezahlst du wirklich nur noch Minuten genau, was du da hast berappen müssen und dann ist das eigentlich auch okay. Ja? Finde ich ganz fair, das mit App. Ja, genau, hier war das. Hier sind wir angekommen mit der Straßenbahn. Hier war quasi Endstation. Ist jetzt gar nicht so die große Strecke, aber aufgrund des historischen Werts einfach mal eine Reise wert. Ja, total geil. So, jetzt war ich mal hier bei diesem Euronix drinne, XXL angeblich, aber so XXL ist der nicht, weil der hat kaum was. Und sowas, was ich möchte, hat er gar nicht. Also haben wir uns auf, machen wir uns auf den Weg nach Naumburg, nach Naumburg sind wir ja. Auf dem Weg nach Ziegenbrücke zu unserer nächsten Unterkunft, was da so eine Brauerei-Unterkunft ist. Und da fahren wir jetzt einfach mal hin. Wenn wir unterwegs noch was Schönes finden, dann werden wir uns unterwegs noch was angucken, weil wir haben ausreichend Zeit. Das sind jetzt noch 94 Kilometer bis dahin. Aber wir sind auch heute noch keine 10 Kilometer gefahren. Weil wir waren ja erstmal noch mit der historischen Straßenbahn unterwegs. Und da mit dem Triebwagen 51 für Leute, die es interessiert. Die sind vom Typ Rico. Und die wurden gebaut 1973 und 2016 renoviert worden. Aber es wurde halt wirklich sehr viel noch an alten Equipment aufgearbeitet quasi. Und wieder neu verbaut. Ja, fand ich sehr geil. Also mir persönlich hat es sehr gut gefallen. Das hat mich ein bisschen in meine Kindheit zurückversetzt. Weil früher bin ich oft mit solchen Straßenbahntypen bei uns auch gefahren. Ja. Wo ich denn früher zur Schule mitfahren musste. Und auch der Anschluss nach Berlin rein war mit solchen Straßenbahnfahrzeugen bei uns möglich. Ja. Du konntest auch mit dem Bus fahren. Das war dann so ein Icarus-Bus. Also bis jetzt, toi toi toi, war das alles trocken. Jetzt quälen wir uns mal nochmal durch den Stadtverkehr hier so ein bisschen durch. Also wird jetzt hier erstmal nichts Spannendes passieren und ich würde sagen, wenn es nichts Spannendes passiert unterwegs, sehen wir uns gleich wieder.
So, jetzt haben wir Nürnberg quasi fast verlassen. Geht schon gut kurvig los. Die Strecke kenne ich so ein bisschen von meinen Zeiten als LKW-Fahrer noch. Da ist man hier einige Male, wenn es rund ums Hermsdorfer Kreuz sich gestaut hat, halt hier lang gefahren. Da bist du irgendwo jener runtergetobt und über die 88, also Bundesstraße 88, hier hochgetobt nach Nürnberg. Da wieder hoch auf die Piste. Heute ist auch gar nicht so kalt. Also gestern war kälter, möchte ich sagen. So vom Gefühl her. In Nürnberg selber hat man gerade noch mal die historische Straßenbahn vorbeifahren sehen, die wirklich im Linienverkehr tätig ist. Ja? Also manche Leute können es auch gar nicht glauben. Und ich finde es einfach nur geil und viele andere auch, dass es sowas noch im Liniendienst gibt. Also von daher. Wer mal Nostalgie oder Ostalgie spüren möchte, sollte mal unbedingt nach Nürnberg fahren und reisen mit der Straßenbahn zu DDR-Zeiten. Damals, als ich mit dem LKW schon hier lang gefahren bin, auf dieser Strecke, habe ich gesagt, eigentlich müsste man mal hier mit dem Motorrad langfahren, mache ich's. Aber jetzt biegen wir gleich wieder ab, in einem Kilometer von der Bundesstraße. Die Bundesstraße ist trotzdem nicht so schön, ja. Oh geil, und eine geile Fernsicht wieder hier, ja, geil. Natürlich als Fallobst auf der Straße und wird platt gefahren, ist weniger schön als Motorradfahrer. Was zu schlechter von mir, die Landschaft ist geil. Das Wetter ist geil, macht richtig Spaß heute. Jetzt haben wir ein bisschen frisch, hat auch Spaß gemacht. Aber jetzt war ja auch noch viel geradeaus. Jetzt sind wir so bergig angekommen. Und du sagst einfach nur geil. Ja? Die Unterkunft in Nürnberg war auch schon sehr geil. Wir hatten hinten aus dem, wenn du aus dem Badfenster hinten rausgeguckt hattest, direkt eine Felswand davor. Ja, da war also nicht viel Platz. Das war schon geil. Hat mir wirklich schon gut gefallen, die Gegend. Kann man nicht anders machen. Zu den Ziegenbrocken, grauen Ziegenbrocken. Was muss das sein soll. Jedenfalls fahren wir jetzt parallel hier runter zur A9. Und dann müssen wir auch in Kürze am Hermsdorfer sein. Oder in Hermsdorf. Wurde gute, bekannte Hermsdorfer Kreuz ist, wo sich die A9 Berlin-München und die A4 Bautzen-Dresden-Frankfurt kreuzen. Für wen, den das interessiert. Rund um den ich jetzt sagen.
Geil, ey. Was für ein Ausblick, ey. Wow. Herrlich. Herrlich. Das sind aber geile Straßen, ey. Was ist das? Also schon guter Knuis. Die Schatten schon wieder sind, dann merkst du auch, dass die Sonne ja nicht mehr so hoch steht, ja. Also das heißt, die Saison neigt sich definitiv dem Ende entgegen, was leider jedes Jahr so ist. Ich habe wieder ein Blatt abgekriegt, aber ein Blatt geht immer noch, so ein Ast ist schlimmer. So ein Ast ist wesentlich schlimmer. Ich spreche da aus Erfahrung. Ne? Ich habe da mal so ein Ast abgekriegt, als ich auf der ersten Etappe von Berlin nach Mühlhausen wo ich da unterwegs nach Mühlhausen war, da war das auch so richtig. Relativ stürmisches Wetter und ja, da hat es dann irgendwo auf dem Acker so einen vertrockneten Ast hochgehoben und der klatscht mir genau ins Visier vorne ran. Da habe ich aber einen Schreck gekriegt da. Geile Aussicht, Alter, erstmal wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass das hier so schön sein kann, ja. Traumhaft. Traumhaft, ehrlich. Boah, geil, Alter. Jetzt in den Rückspiegel gucke. Alter, sieht eine geile Landschaft, ey. So, jetzt haben wir mal kurz beratschlagt, was wir jetzt machen, weil die ganzen Gasthöfe irgendwie zu haben. Weil hier ist es noch so gang und gäbe, Montag ist Ruhetag, aber wenn du dann wirklich dreimal Gastronomie auf dem Haufen, auf wirklich auf einer Ecke hast und alle drei zu haben, weiß ich nicht, da kann man sich doch ein bisschen untereinander arrangieren, dass der eine Montag zu hat, der andere Dienstag, der nächste Mittwoch. Ja? Jedenfalls haben wir jetzt beschlossen, dass wir jetzt durchfahren, das sind nur noch 20 Minuten, also hier nochmal eine größere Pause zu machen, hätte jetzt ja keinen Sinn gemacht. Ja.
Das Wetter hält sich, ist auch nämlich noch, gerade noch trocken und super. Und wer weiß, was denn ist in einer halben, dreiviertel Stunde, wenn wir jetzt eine Pause gemacht hätten. Aber da steckst du halt nicht drin. Also haben wir gesagt, fahren wir jetzt noch die letzten knapp 20 Kilometer bis da runter. Ey, sie kaum was hier, ja. Ich muss ehrlich sagen, ich bin positiv überrascht von der Landschaft hier. Hätte ich nicht gedacht. Also wirklich. Genau. Und wenn ich nach rechts. Das wird hier sein, ja. Das ist ja auch ein toller Bahnübergang. Cap. Dann blinkt doch nächstes Mal eher. Zurück. Naturpark Schiefergebirge Obere Saale. Guck an. Geile Strecke, ey. Hier alle drum. Gerade ordentlich geregnet haben, weil die Straße ist sehr feucht. Hier liegt auch schon wieder etwas Laub denn rum. Das heißt, wir werden hier etwas vorsichtiger runter machen. Da scheinen wir mal richtig Glück gehabt zu haben. Aber hier ist echt wenig Platz. Aber geile Strecke eher. Jetzt runter ins Tal. Muss halt echt gerade fertig geworden sein mit Schiffen, wenn ich das so sehe. Jetzt haben wir natürlich mit dem besagten nassen Laub. Was ich in einem meiner letzten Videos ansprach, dass du dann echt aufpassen musst. Wenn es trocken ist, ist das alles halb so schlimm, aber sobald es feucht wird, ist es eklig.
Wir sind in Ziegenrück. So, jetzt sind wir in Ziegenrück. Jetzt muss er noch mal hier in so ein Nachbardorf fahren. Noch 5 Kilometer. Dann haben wir es auch geschafft heute. Dann können wir so auf circa 115 gefahrene Kilometer. Oh ja, ist doch mal geil hier, oder? Noch 1 Kilometer bis zum Ziel, dann waren es heute gesagt noch mal so 115 bis 116 Kilometer so roundabout mit den Umleitungen, und heute Morgen noch durch den Naumburg gefahren ist, so denke ich mal ganz okay. Jetzt kommen wir hier entspannt an. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir bitte einen Daumen nach oben da, das Abonnieren des Kanals nicht vergessen, dann und auch das Drücken die Abo-Glocke, weil nur dann wirst du informiert, wenn ein neues Video online ist. Und jetzt sind wir gleich da und deshalb sage ich jetzt schon mal ciao, bis zum nächsten Video. So, gehabt euch wohl und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bye bye. Nee, hier noch nicht. Da ist es.